Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Kornel, und wir machen einfach ohne Umschweife direkt im Maul weiter. Und ich glaube, der letzte Part ist mega lang geworden. Und, also ist es dein Ernst, oder ist es jetzt ein... ist es jetzt, also, nee, oder? Ach, der konzentrierte Kornel muss, glaube ich, wiederkommen. Der konzentrierte Kornel. Konzentriert sich einigermaßen. Nee, nee, einen Moment, ich war hier. So, hier kann man durchlaufen, einfach zack. Man muss sich das auch so ein bisschen angucken, dann findet man da ziemliche Lücken. Warte, wir warten, bis dieser eine schnelle Spike vorbei ist. Nee. Wenn wir direkt laufen, nein. Wenn wir bis zur ersten Lücke warten, nein. Wir müssen diesen schnellen Spike vorbeilassen. Okay. Okay, hier ist eine Lücke, aber die ist dann hinten nicht. Das ist auch immer dasselbe Muster, also da ändert sich nicht viel dran. Und die hat immer eigentlich die gleichen so mehr Muster, was sich für innerhalb 5 Sekunden immer ein bisschen verschiebt und dann nach 5 Sekunden halt wieder normal ist. Glaube ich zumindest. So sieht's aus. Aber ich, das sind wahrscheinlich auch immer nur so kleine Räume. Gut. Da war viel Platz, aber... Okay, wir machen mal ein Safe-State an einer anderen Stelle. Boah, da kommt aber dann auch vieles auf mich drauf. Ja. In der Lava springen kann ich noch. Ach du Jemine. Das ist gar nicht schlecht. Wenn der Schnelle vorbei ist... muss man mit völligem Karacho. Ich nutze jetzt mal die andere Sprungtaste. Mit völligem. Ne, da passe ich nicht mehr durch dann. Da muss ich schon vorher hin. Ich muss da durch. Ach genau, warte. Wir lassen den vorbei, stellen uns dann hier in die Reihe. Wir lassen den vorbei. Stellen uns. Wir lassen den vorbei, stellen uns hier in die Reihe. Wir lassen den vorbei, stellen uns hier in die Reihe. Lassen die beiden vorbei. Okay, wartet. Mein Plan sieht wie folgt aus. Ich stelle mich hier hin. Dann versuche ich da irgendwie durchzukommen. Ja, 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 das war gut. Jetzt. Jetzt. Nein! Nein, bitte nicht. Oh, ich hab... Oh, ich hatte es. Leute, ich hatte es. Da dies echt nur eine Sache. Mach die Augen auf und hab eine Ahnung irgendwie. Wir lassen den vorbei. Gehen dann dahin und da hätten wir springen müssen, aber das habe ich vergessen. So, also hier. Den vorbeilassen, da stoppen und dann. Ah, okay, warte. Wir können da richtig Anlauf nehmen. Ja. Ne, ich habe jetzt einen richtig guten Safe-Set gesetzt und damit setze ich mich auch. Leck mich doch, ey. Leck mich doch. Das kann doch nicht dein Ernst sein, Freaky. Oh. Da kommen immer zwei. Da muss ich jetzt den Moment erwischen. Da nehme ich aber auf jeden Fall das andere Springen. Ich mache jetzt hier Safe-Set. Habt ihr gesehen? So. Ach du Jemine, ach du Jemine. Das ist gar nicht schlecht. Ich muss nur, wenn ich daran vorbei bin, den Sprung zurückziehen, dass ich halt da. Genauso. Und ja, jetzt hätte ich aufpassen sollen. Habe ich nicht mehr geguckt. Also, wann war das jetzt, glaube ich, ne? Jetzt das Problem ist, dass ich jetzt einen anderen Rhythmus... Ja, 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 nein. Hier bin ich safe. Jetzt, nein, 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 nein. Jetzt. Ja, Mann. Wow. Das ist ein bisschen augenlastig, aber ansonsten...
nein, nein, nein. Doch, das ist nicht der erste Raum. Oh, nein, nein. Ist er nicht. So, hier sind wir schon richtig. Hier bin ich safe. Safe. Wow. Gut, gut, gut. Und rein. Boah, das war sehr gut. Ist nicht dein Ernst. Wenn du glaubst, dass das Schlimmste hinter dir kommt von irgendwo, so eine freaky Idee her. Und wenn du meinst, das nicht zu leben. Kennt ihr Pohlmann? Wisst ihr, was ich für ein Problem habe? Ich habe nie so feste Musik, die ich höre, ne? Also, ich habe jetzt nicht irgendwie eine Band, von der ich unbedingt jetzt 10-mal am Tag das Album hören muss. Was ich im Moment oft höre, ist von Casper so ein bisschen. Boah, wie soll ich da denn durchkommen? Und, aber das Ding ist halt einfach, dass ich dann oft einfach die Sachen, die ich gerne höre, vergesse. Dann sitze ich da und denke mir, boah, jetzt würde ich gerne ein bisschen Musik hören. Dann weiß ich gar nicht mehr, was ich gerne höre, weil ich es einfach vergessen habe. Ja. Da ist alles frei. Wenn wir jetzt... Nein. Genau, diese... Das war sehr gut. Das ist mir einfach gerade aufgefallen. Also, ohne Spaß. Wenn man da drauf guckt, manchmal fällt mir einfach auf, dass da eine Lücke ist. Das ist, hat keinen großen Sinn. Also, ich weiß nicht, ob es hier ein System gibt. Das fällt mir dann einfach auf. Hier fällt mir zum Beispiel direkt auf, dass hier eine ziemliche Lücke ist. Ich weiß jetzt nicht, ob die sich lohnt. Ja, doch, 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 hier bin ich safe. Hier, oh, wenn ich da durchgekommen wäre. Wobei, ich weiß nicht. Aber wenn ich hier drüber kommen würde. Ja, genau so. Ja, 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 ja. Sehr gut. Das läuft verblüffend gut, weil es irgendwie habe ich so gerade ein Auge dafür. Also ich habe so das Gefühl, dass ich die Lücken einfach sehe. Ja, der ist ein bisschen zu langsam. Das ist schade. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Ich weiß, keine Ahnung. Ich habe irgendwie einen Game Switch vergessen, oder? Ach, den habe ich ja abgebrochen. Stimmt. Das ist tatsächlich hier nochmal irgendwie ein Thema. Ah, nee. Hätte ich ein Safe State machen sollen. Schade. So, hier bin ich safe und jetzt warte ich kurz und dann... Nee, nee, nee. Nee, da kommt noch einer. An für sich könnte ich vielleicht so... Ne, das geht sogar. Einfach hier hin und dann dahin. So, und dann rein. Frag mich gerade, was der Boss wird. Dann rein. Safe State und dann... Das ist jetzt wieder ein bisschen schwieriger. Wobei, wobei... Gemacht, gemacht. Nicht zu voreilig handeln. Hm, okay, wartet. Hier warte ich kurz. Dann geht's weiter. Nee. Doch nicht. Ja, doch, das könnte an für sich klappen, wenn ich da in die Lücke komme. Ja, nein, kommt von unten einer. Da muss ich dann weiter reagieren. Da kann ich weiterlaufen. Ja, genau. Okay. Wow. Wartet mal. Hier kann man einfach durchlaufen. Konnte man einfach durchlaufen. Ach du Scheiße. Ach du je. Ja, hier konnte man einfach durchlaufen. Safe, 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 safe. Auch eine coole Sache. Konnte man auch einfach durchlaufen. Ja, die müssen wir noch vorbeilassen und dann sind wir drin. Ja. Es war einfach. Ist nicht dein Ernst. Ah. Ich wollte gerade sagen. Freaky? Was machst du da? Oh. Muss ich ihn tatsächlich doch runterschubsen? Wahrscheinlich schon. Er ist nur mega hartnäckig in der Sache. Also ich sollte mich für eine Seite entscheiden. Ich komme hier gerade nicht vorwärts. Nochmal auf Anfang. Er wird den ja nicht umplatziert haben. Nee, der steht ja schon da. Ja, das war gut. Machen wir ein Save. Ja. Ja.
Okay, das war jetzt auch wieder ganz gut. Ich glaube, man muss sich da echt ein bisschen Zeit lassen. Weil sonst schubst man, wenn man zu viel will, schubst man ihn wieder selber zurück. Und das ist natürlich kontraproduktiv. Ich glaube, das war jetzt eine ganz gute Serie an Treffern. Und jetzt kann ich drauf. Okay. Ich habe das Gefühl, dass ich kein Stück vorwärts komme. Der läuft irgendwie immer wieder von alleine. Ich weiß nicht so ganz, was ich hier machen soll. Hauptsache, er läuft von alleine auf und zu. Ich habe gar nichts gedrückt. Läuft der in die Richtung, in der ich stehe? Nein. Aber guck mal, wie mittig der jetzt ist. Ich habe echt keine Ahnung, wie ich diesen Boss besiege. Freaky, BTF. Das ist auf eine Art und Weise ziemlich lustig, dass ich diesen Boss nicht besiegen kann. Aber andererseits... Ja, die Sache ist, der läuft immer von alleine in die Mitte. Guck mal, jetzt rutscht er wieder in die Mitte. Und die Koopa-Panzer kann ich auch nicht aufnehmen. Und die irgendwie benutzen. Vielleicht muss ich ihn ja auch... Ich mache das jetzt mal, dass ich immer auf der Seite stehe, wo ich ihn schubse. Das heißt, jetzt stelle ich mich wieder hier hin. Jetzt schubse ich ihn wieder in die Richtung. Stelle mich auch wieder hier hin. Schubse ich ihn wieder in die Richtung. Ja, das sieht so aus, als wäre das Lösungs. Sieht so aus, als wäre das die Lösung. Ja. Glaube ich zumindest, obwohl er jetzt wieder ziemlich mittig steht, oder? So, jetzt ist er ziemlich nah hier am Rand. Ziemlich nah, ja. Und jetzt drauf, 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 drauf. Ich habe es, ich glaube, ich habe die dumme... Er ist jetzt wieder in der Mitte. Verstehe ich nicht. So. Wieso sterbe ich da? Wie dumm das ist. Wieso sterbe ich denn da bei dem Koopa? Der steht jetzt wieder mittig. Was soll denn das? Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Ich krieg den Boss nicht down. Kann doch nicht sein. Hallo, hier bin ich. Die Koopas fliegen alle in diese Richtung. Ja, ich habe ehrlich keine Ahnung, wie ich den besiege. Und bevor ich jetzt hier noch länger rumkumpe, ich denke, so wichtig ist dann dieser eine Boss auch nicht. Zumindest für mich nicht. Und deswegen würde ich sagen, wenn das Level souverän gemeistert. Den Boss habe ich jetzt gerade nicht so die Ahnung, vielleicht habe ich auch jetzt einfach keine Geduld, aber ich möchte jetzt gerne noch ein, zwei andere Level machen, bevor dann der Part auch zu Ende ist. Vor allen Dingen habe ich gerade keine Uhr und... Ja. Bowser Stage, oder was stand da? Okay, ein Schloss. Sieht ganz so aus, als würde hier Bowser regieren, ja? Okay, das sind... tote Blöcke, also... Die töten dich. Nein.
nach. Sagt mir denn einer nicht, dass der da vorstehen bleibt, okay. Boah, ich meine, also jetzt gerade sterbe. So sterbe ich denn da? Ja, jetzt nicht, ey. Wieso mache ich da ein Safe denn? No. Ja, ich wollte erst mit der Flamme da irgendwie rüber, aber das ist natürlich völliger Schwachsinn. Ist natürlich blöd, dass mich dann da das Ding trifft. Wow, danke. Da können wir einfach drüber hüpfen, ja. Hier müssen wir mit der Flamme hoch. So, sehr gut. Wow. Da müssen wir, wenn wir mit der Flamme hoch, müssen wir direkt ganz schnell laufen. Ganz schnell. Wie soll das denn funktionieren? Ich habe eine Idee. Ich nehme euch nochmal kurz mit. Und zwar zur Config. Input. Left ist da und right ist da. So. Ja, hier kann man scrollen. Und ich vermute, dass mir das hilft. Ja, so natürlich nicht. Wieso mache ich da ein Safe State? Wie soll ich das denn machen? Lauf, Mario. Weiß ich nicht. Jetzt, ja. Ich weiß halt jetzt gerade nicht, wieso dieses Scrolling jetzt funktioniert hat, aber... Warum kann ich hier oben drüber laufen? Komme ich wahrscheinlich nicht mehr runter, oder? Ja, das ist hier. Okay, dann sehen wir wenigstens schon mal, was auf uns zukommt. Jetzt so auf den allerersten schnellen Blick. Fand ich jetzt gar nicht so schwierig. Das hat auch sehr gut geklappt. Komm. Nein. Die Flamme ist ein bisschen blöd. Sehr gut. Boah. Das fand ich jetzt ein bisschen skillig sogar von mir. Ja. Das natürlich nicht. Nehmen wir alles zurück. Und dann wollen wir doch mal gucken, ob uns hier das Ding aufhalten kann oder nicht. Ja, im Moment kann es das. Ach, komm schon. Ja, das ist also jetzt wirklich nicht schwierig. Und rein da ins Loch. Oh, achso. ja. Das war jetzt nicht so gewollt, aber so gemacht. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie lange der Part schon ist, aber ich denke, wir werden ihn jetzt einfach mal hier beenden. Wenn er ein bisschen kürzer als 15 Minuten sein sollte, was ich jetzt gerade nicht so ein Gefühl habe. Ja, dann. Es ist halt so, es gab oft genug fast 30 Minuten hier, glaube ich sogar. Ich denke, darüber sollte man sich dann bei mir nicht beschweren. Aber ich denke, es macht ihr auch nicht. Ich denke, ich sollte mich eher freuen, wenn überhaupt jemand reinguckt. Ich bin immer noch euer Cornel und wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich darüber. Bis dann und ciao!